Ein herzliches Willkommen zu unserer Money Makers Rallye in Etappe 164 und Folge 85. So, jetzt bin ich alle Daten los. Jetzt können wir direkt loslegen mit der Begrüßung. Ich bin der Jaro 85, wie ihr ja in der Stimme hört. Und zusammen spiele ich heute auch wieder mit dem allseits beliebten Schnube. Hallo, allseits beliebter Schnube. Hallo. Schnuppe ist fit, das ist gut. Die Killerment, die werdet ihr vielleicht jetzt noch nicht hören. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie mit der Killer-Jolene zu tun hat, aber ich sag einfach mal: Hallo, abstürzende Killerment. Aha, hallo. Man hört sie ja doch. Hallo, Killerment, ist der Computer noch nicht abgespielt? Egal, Noch nicht. wir haben genug gelacht. Wir legen direkt los. Du darfst direkt loslegen. Weil wir ja loslegen. Ich bin ja. Abschmierende Killer-Mandy. Ich bin übrigens Erster, falls es irgendjemand von euch interessiert. Nein. Was? Nein? Nein, ist warm draußen. Es ist warm, ja, das stimmt, ja. Ist ja schon Hm. August. Rot, oh, das gibt Strafe. Nee, es gibt nicht. Luxemburg. Das gehört dem Wird Grün. schon irgendwie. Dem grünen Olli. Oh, das ist jetzt dran, der grüne Olli. 19 Felder brauchst du noch. Du allseits beliebter Schnube. Genau, erstmal würfeln. Erstmal gucken, wie das Spiel ging. Da habe ich es 3 Tage nicht gemacht. Ja, das hast du irgendwie jedes Mal über das Wochenende, das scheint dich Friseur. zu stören. Als ich schön erzählt, dass ich beim Friseur war. Das hast du ja am Anfang des Monats schon mal erwähnt, also letzten Monat. Black, Ich was? dachte, Weißer Johannes, da Johannes. geht wenig schnell. Der geht schnell, genau. Das geht wirklich schnell. Außer Schnupe ist dran. Natürlich nicht. Oh. Oh, nein, Weil du hast so viel eine Luft 9 noch hätte gehabt. aufgebracht. Ja, aber du wolltest irgendwie nicht. Ach, Deswegen aber nehme guck ich. mal, bei Roulette hätte ich jetzt noch nicht mal alle Chips auf dem Tablet. Was, wenn ich mal alle Chips auf dem Tablet oder was? So, ich nehme meinen Freund, den Erik, mit und. Ne, gebe ich ihm schon für rotes Feld. Alter, das ist doch mal was. Wurde mal Zeit, dass du mal was einkaufen kannst. Ja, lange nicht gemacht. Warte mal, den werde ich erstmal hier. Aber warte mal, die Würfelpauschen. Die Nägel nehme ich dann noch mit. Aber erst, wenn ich sie kriege. Meine, wenn ich nicht eine Übernahme, genau, das wollte ich ja machen. So, da komm. Und hier fangen wir auch von hinten an. Oh, du kannst nicht mehr kaufen. Okay, bin fertig. Und kriege aber trotzdem noch mal einen auf die Pfanne. Toll. Killamenti hätte sich jetzt die Karten in der Zeit auch schon angeguckt. Ja, das hätte Killamenti gemacht. Ja, die Pfeife. Auch Killamenti ist 22 Felder entfernt. Sie ist keine Bedrohung mehr. Jetzt ist nur noch 12. Je nachdem, wie sie fährt. Aber noch fährt sie auf dem grünen Strich. Und kriegt noch Kohle dafür. Das. Ja, im Strich gibt es immer Kohle. Ja, das stimmt. Du brauchst übrigens Egal, nochmal. welche Farbe der Strich hat. 8 Felder brauchst du noch, falls du das Ding jetzt gewinnen möchtest. Ich habe keine 8-Felder-Karte. Nee? Also nee, gibt's ja auch gar nicht. Fällt mir gerade ein. In Bordeaux? Da gab es bestimmt einen kühlen Bordeaux. War das nicht ein Wein oder ein Schnaps oder irgendwas? Wein, Rotwein. Ah ja, genau. 20. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. In weißer Voraussicht wird der Stube gewinnen, deswegen nehme ich 3 Würfel. Drei gleich. Und Das wird würfel mir über 20. Ja, eigentlich. Und ich ist einfach nur umgekippt. 21. Oh, so weit drüber. Oh, jetzt Clementi, danke, Clementi. Sieht doch so gar nicht so aus, hä? Ne, irgendwie. Hallo. Ah, hier ist ja Bilbao, da müssen wir ja hin. Oh, Casino, nee. Nee, nee. Oder hat er lieber 25 Felder zurück? Ja, ich fahr mal hier um die Ecke, warte, ich hab doch. Hi. Jetzt bin ich 3 Felder davor, immerhin. Eine 3-Felder-Karte habe ich aber leider nicht. Aber das Risiko ist zu hoch, dass ich Roulette ziehe. Das geht nicht. Jetzt erstmal Killamandy dran. Killamandy braucht noch eine 12, macht eine Auf- und Davon-Karte und schickt Schnube Nimmt weg. dich selber. Nehmt Schnube weg. Wieso denn ich? Ich? Ihr wollt die Folge echt in die Länge ziehen, hä? Ich habe nämlich eine Versammlungskarte, falls ich das mal erwähnen darf. Ach du Heilige! Polen. Ja, mitten in Polen. Super. In der Hauptstadt, immerhin.
Danke, Killer Menti, das hat man nicht verstanden. Dein Headset spinnt. Gibt's halt. Jetzt würfelt sie noch eine Elf hinterher. Also das. Doch, der Jürgen ändert die Füße, das gibt's doch nicht. Und, oh, Stube hat. Ich mich überholt eigentlich jeder hier. Ja, und jetzt kriegt Killer Menti noch Strafe. Und jetzt, Stube, hast du eine 5-Felder-Karte oder nicht? Also, was hat doch kein normaler Mensch. Das stimmt, du hast sie wirklich nicht. Was macht Schnuppe? Du kannst ja eine 6-Felder-Karte nehmen und danach eine 1-Feld-Karte. Also zurück, logischerweise dann. Oh! Das wäre fast ein Pasch. Und wenn es ein Pasch gewesen wäre, du weißt, was dann passiert. Dann gibt's das. Den hab ich? Ja, Killer Wendy hat ihn dir doch freundlicherweise übergeben. Die Tim Eule, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der bei mir rumlungert. Oh. So, okay, ich will aber mal nicht so sein, deswegen ich mache mal. Ne, Moment mal! Ich kann das ja auch. Damit adieu, mon amour. So ist wenigstens. In der andere Richtung? Nee, auch. Nee, geh weg. Geh weg, du Ungetüm. Ja, du, warte mal. Steht der Wind hier schlecht oder warum gehen die alle in dieselbe Richtung? Aber. Und nur nach Dresden, Öte. Die Hühnereule habe ich noch. Ja. Na, irgendeinen Bonus sollst du ja auch haben. Und die 12. Na, guck, jetzt geht's doch. Jetzt geht doch voran. So, erstmal aus Polen raus. Da stand mein geklautes Auto. So, jetzt. Hau ab, oh Gott sei Dank hört man Killer Mandy nicht so. Hat nämlich ein Handy-Headset-Problem. Es liegt neben ihr. So, das ist durchaus ein Problem. Ja, das ist andersrum, dass das Headset ein Problem mit Mandy hat. Das schon eher. Gott sei Dank hat sie das nicht gehört. Achso, weil die ein Problem hat. Typisch Killer Menti, solche Pfeife. So, wenn es aber atmet wie Darth Vader, dann hat es das Headset in der Nähe. Oh Mist, setz auf. Verdammt! Oh, jetzt wieder Liebred. Wir haben nur Gutes von dir gesagt, geredet, gesprochen. Ja. Wie viel Würfel? Ne, 4. Du hast eine 1-Feldkarte. Du kannst es jetzt rocken. Vielleicht. Ja, das Feld ist noch warm, da stand vorhin. Der Killer Menti. Der gekillerte Menti. Der abgeschmierte. So, aber Schnube, da ich nichts mehr zum Wegschieben habe, außer vielleicht eine Versammlung. Nee, das bist du gewöhnt. So, was soll ich aber, dass jemand das nochmal gewöhnt ist? Und die 3 fetten Millionen. Ob ich gleich Dritter? Ja. Deswegen 3 Millionen. Ja, das stimmt. So, Killer Menti, ich hoffe dann für dich, dass du was Gutes tust und den Schnube mal ordentlich in reinbrutzelst. Also, dass Schnube jetzt nicht gewinnt. Oh ne, oder kannst du das nicht? Oh, das kann er nicht. Na gut, wir gönnen es. Aber ich sehe im Killer Menti ihr Blick, die hätte jetzt was genommen. Jaja, die Teufelsaugen. Also was richtiges Perverses. Das ist ein rotes Feld und hat es aufgehangen? Nee. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass ich jetzt gewinne, wäre ich nicht freiwillig auf ein rotes Feld gekommen, muss ich jetzt mal so sagen. Das stimmt. Aber ich hätte auch die Versammlung machen können, aber ich wollte die Runde jetzt nicht so in die Länge ziehen, deswegen. Ich habe jetzt Rücksicht genommen. Achso, der Typ kommt, der hat sich aufgehangen. Der hat sich feiern lassen. Oh, wie? Also, du kannst deine 3-Felder-Karte nehmen, da schaffst du es. Auf und davon. Ich merke gerade, ich kann ja auch wechseln. Ja! Also, du machst auf und davon auf dich selber. Du weißt ja, wie der Wind steht. Herzlichen Glückwunsch an Stube zu 1,206,250 Millionen. Das haben wir denn mal Anfang gekriegt, ne? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall spielen wir jetzt erstmal Lotto. Da werde ich jetzt mal absahlen, weil Stube gewinnt da immer. Jetzt gewinnt er ja. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ja Bombe! 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 Jawohl, Bombe! Oh, ich sollte echt mal Lotto spielen. Danke, Killer Menti. Danke, danke, danke auch an Schnupe. Danke an meine Verwandten. Danke, danke. Aber jetzt reisen wir erstmal woanders hin. Da kann ich schon weiter danken. Und zwar geht's nach Leipzig. Hey, ole. Leipzig. Hey. Oh ja, voll die Hooligans unterwegs. Aber Schnupe darf erstmal auswählen. 20% im Kartenshop, 20% im Casino oder 50% mehr Etappenpreis. Also du kannst dich in irgendwelchen Prozenten entscheiden. Was wir da machen. Das seht ihr in der nächsten. Nee, sehen wir nicht. Jetzt wird's günstiger.
Das ist aber nett. Bis das mal drauf kommt. Das stimmt. Zum langsamsten Spieler ist schon Killer Menti, oder? Das ist der Rote. Wer ist denn der Rote? Achso, ich bin der Rote. Nee, Killer Menti. Was? Der rote Ich stehe Johannes. drei Felder vom Ziel und bin der weitste weg. Das kann doch nicht wahr sein. Was, du bist 3 Felder vorm Ziel? Ja, Killer Menti steht direkt vorm Ziel. Ne? Warte mal, da Das muss. wird eine schnelle Runde. Das wird wirklich eine schnelle Runde, deswegen. Und Killer Menti hat bestimmt eine Einfeldkarte, deswegen probier es einfach mal so. Oh, ganz fast. Le oh, Scheiße, ich hätte den erst. Verdammte Scheiße. Nee, Mist. Ich hätte den erstmal loswerden müssen. Oh, das Jahr war übrigens rum. Ich war wieder der Beste, wie immer. Und. Oh, das ist wirklich eine Einfeldkarte. Das geht wirklich mal schnell. Nach Leipzig wollen sie immer alle. Mit allen bitte. 970.000 Kilometer, die freut sich irgendwas. Warum habe ich vorhin 1,2 Millionen Yeah, gekriegt? Der war bestimmt aktiviert. Da hat er geguckt. Er bestimmt war bestimmt hier 50% mehr Preisgeld oder sowas. Schon wieder Leute. Und das sieht doch Bombe wieder aus. Super! Und das wird dahin. 1 Euro habe ich gekriegt. Oh, alle 3 im Aber Plus. alle 3 im Plus. Ich habe aber 1 Euro. Toll. Da kannst du ja Rubbel losholen, du willst rubbeln. Da brauche ich kein Los dafür. Das gibt's doch nicht. Da kriegst du es los. Da kriege ich los. Jetzt geht's aber nach Bratislava in die Slowakei. Und der ist noch irgendwie, ist denn das heißt jetzt? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, Killer Menti, du darfst jetzt entscheiden. Entweder 10% auf Einkommensfeldern, 30% auf Einkommensfeldern oder nicht. 30%, wow! Wir sind in Etappe 166 übrigens. Ich bin doch immer noch am meisten weg. Ja, du bist doch am drittesten. Der kommt Da jetzt zu kommt er dir jetzt, zurück. da kommt er jetzt zu mir ange. Mit der super Oh, Harley heißen Kachel. da fährt er durch halb Europa. Nur um dich zu besuchen. So eine Pflanze. Der kam bestimmt bei dir an und sagt dann, hey, Schnuppe, du hier. 44 Felder übrigens. Das ist übrigens weit. Schnuppe studiert die Karten, habe ich das Gefühl. Die 6 Felder bringen dir jetzt nichts. Ach so, ich dachte, nehme sie wirklich. Killamenti ist näher, Killamenti. Killamenti ist doch näher gewesen. Mist, hat nicht geklappt. Killamenti. Nächstes Mal sag, ja, ich bin näher. Mist. Das ist irgendwie jetzt komisch. Boah, und da gibt's noch mal Kohle. Also, das war ja ein doppeltes. Und für dich gibt es den so. Wieso krieg ich den jetzt? Weil hätte der nicht gleich stehen bleiben können? Ja, ne, das dann haben wir ja Wir mit. haben doch nur getauscht. Ja. So, jetzt ist es mir egal, wie lange die Runde geht hier. Ja. Ich würde die Runde jetzt schon mindestens 17 Mal wegteleportiert von euch. Da werde ich mittlerweile schon mal eine Winterjacke holen. Das stimmt, da wird wahrscheinlich kalt sein, wenn wir wieder zurückkommen. Oh, hier, er kommt gleichzeitig. Oh. Der Bus, der steht ja voll auf meinem Auto. Danke, Kilamenti. Aber eine fette 11. Das ist gut. Oh, hey, das habe ich den immer noch. Achso. Fahr nur schnell weg. Definitiv, ja. So, Schöne jetzt muss ich aber irgendwas hier. Warte mal, ich muss mal hier ein bisschen was dafür. Nee, das nicht. Ja, das hier, das hier. Warte mal, der haben wir noch irgendwas. Noch eine Übernahme. Genau, das ist gut. Aber doch, ich nehme doch den Würfel hier noch. Anna, kann jemand das irgendwann mit? Und wo ist denn hier Piep. die Ver Du hast mir die Karten ausgewählt. Okay. So geht's auch. Oh, es gibt so was. Oh, 37.000 Verlust. Das geht auch noch. Gott sei Dank. Wer ist denn jetzt dran? Killer Menti ist dran. Aber der Killer Menti. Der 4 oder so. Ja, fast. Noch vor allem Stopp. Hast du jetzt zu dem Würfel Stopp gesagt? Ja, knapp vorbei ist auch daneben, würde ich sagen. Das Feld ist eins weiter. Also, Schnuppe, solltest du eine 6 würfeln, könntest du auf ein Kauffeld kommen. Wenn du das möchtest. Aber nur wenn du das möchtest. Wenn nicht, dann möchtest du es halt nicht. Du kannst ja die Auf- und Davon verdoppeln, da hast du 4-mal. Hä? Ach so!
Ja, oder so. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Jetzt Schnuppe im Shop. Steuern. Geht immer. Okay, ja, ich weiß auch bei wem. Ja, aber er hat ja kein Headset auf. Stimmt, das geht Headset auf. Das ist wieder ab, Gott sei Dank. Was, fünf Felder? Für Würfel. Ja, fünf Felderwürfel. Ach, Schnuppe, sieh, wie wenn er in der Einkaufsladen ist. Es dauert Stunden. Was schon wieder? Also hat er immer noch kein Headset auf, stimmt. Die Headsetlose. Du hast mir die Karte ausgewählt! Du Arsch. Ja, da stand dann unten rechts ganz klein. Du wärst jetzt dran. Ach, stimmt ja. Da frage ich noch. So, na gut. Mit was fangen wir denn jetzt eigentlich an? Na, warte mal, wir machen mal Übernahme als erstes. So, die meisten Einnahmen hat Schnube, deswegen. Danke, Schnube, erst einmal. Das ist. Oh, der ist auch gut. Ja, das ist nett gewesen, danke. Ich bin jetzt der neue Pächter. Und hier dann eine 4. Toll. Schön. Ich gehe nach Lyon. Es hat Geld gekostet. Oh. Und Killer Mandy hat eine 6 Das passt, Felder. der Kilometer ist am Zug und dann fährt genau der Zug vorbei. Ja. Killer Das Mandy war lag so. unterm Zug. Teilweise. Du Pupp hat's gemacht. Hallo. Ja, da ist ein rotes Feld. Aber Killer Mandy wartet auf den Zug. Ne, sie fährt doch andersrum. Sie fährt dort lang, wo keiner lang will. Auf ein noch anderes rotes Feld. Nein, will sie doch nicht. Sie ist nicht ganz einig. Sie fährt auch nicht zu mir, sie fährt aufs rote Sag mal, Feld. kommst du gerne im Fernsehen? Wahrscheinlich in den Nachrichten. Und Geld kommt. Ey! Du stehst noch ein Feld hinter mir, das kann aber nicht wahr sein. Das gibt's doch alles nicht. Und jetzt Schnube dran. Schnube sitzt im Zug. Wo Mandy, Killer Mandy gerade runter lag. Steuern. Oh. Killer Mandy will. Das war jetzt irgendwie ziemlich fies. Ich hab dir nichts angetan. Ich hab dir bloß ein Grundstück geklaut. Er kann so. Bis gleich Dritter. Ja, es kommt wieder dazu. Mandy klebt noch vorne an der Frontscheibe. Hat der Zug eigentlich eine Scheibe? Eine Karte ziehen. Auch eine Übernahme. Ja. Den wollte ich eigentlich vorhin nehmen, aber den habe ich vergessen. Oh, so. Aber warte mal Habe her. ich den jetzt gekriegt. Mal gucken, ob die immer noch wirken. Wer ist denn jetzt erster? Killer Mandy ist erster. Aber Schnupe hat mehr Einnahmen, deswegen. Außerdem ist Schnupe das gewöhnt. So, Du jetzt. nur noch 2,9, nicht mehr 3,2. Das ist, umso mehr du mir abziehst, umso weniger ziehst du mir ab. Das stimmt. Warum habe ich denn diesen Salat, Peter, am Arsch? Das gibt's doch nicht. Und oh, dazu, Oh. da fall ich stehe auf dem Gleis und der hat. Sehen auf Mandy mittlerweile. Das färbt irgendwie ab. Aber was Killer Menti auch immer vorhat zu machen, das seht ihr in der nächsten Folge von unserer Moneymakers Rallye. Bis zum, was haben wir heute für einen Tag? Dienstag. Also bis zum Freitag, meine Damen und Herren, und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.